18, ne? Gut, da ist er. Sehr gut. Andreas? Hallo? Andreas? Ich bin da. Alles klar, bis klar. Ich freue mich, ich habe Käsekuchen mit. Ja? Ja, die noch sind wir nicht da. Du freust dich auch schon auf Andreas, ne? Hey, Andreas! Schön, dass du da bist. Oh, hast du schönes Licht an. Ja, Blaulicht. Toll. Lucky, komm rein. Ja, guten Appetit. Ja, ne? Vielen Dank, Sir. Vielen Dank für die Einladung. Feine Lucky, du hast. Geh mal Platz jetzt, Freund. So ist fein. Mm. Ja, ich habe auch schon die erste Rechnung von Phononet bekommen. Ja. Für die erste Promotion, die gelaufen ist. Achso, bei dir jetzt, ne? Ja. Kann ich mal sehen? Ja, muss ich mal gucken. Das ist ja nix. Ne, also für die Leistung. Das ist ja Vollbemusterung und. An über 4000 Redakteure. Ja, nur ein Newsletter, ne? Ja, also das Push-Mailing ist hier nicht mit dabei, ja. Sondern das richtet sich nochmal an die speziellen Entscheider, ja. In Radio, Rundfunkstationen, Fernsehsendern. Und das wird nochmal extra berechnet. Aber das ist ein Witz. Und insofern erreichst du alles. Also es geht an die VIPs auch raus. Geht auf jeden Fall nochmal extra raus mit, ja. Mit einer persönlichen Vorstellung sozusagen. Und an jeden Redakteur einzeln. Ja. Das ist ja geil. Das heißt, die kriegen sofort den Song, ja. Und können ihn sich downloaden. Genau. Anhören. Einige haben auf ihren, sind ja auch, sagen wir mal, ganz kleine Sender dabei. Die haben nicht die Berechtigung, das downzuladen. Mhm. Und dann stellen die eine Anfrage an dich. Wenn aber wir können denen die Berechtigung geben, ne? Genau. Ich habe das ja in einigen Fällen gehabt. Okay. Du hattest noch gesagt, wegen der Kondition und wegen der. Was war das nochmal? Erklär mir nochmal. Wegen dem Vertrag, genau. Ja. Wir müssen ja auch für diese Veröffentlichung einen Vertrag schließen. Und zwar geht es da auch wieder um die Konditionen, ja. Die wir vereinbaren wollen. Nun ist es ja, ich weiß nicht, ja, wie weit, ob du 30% bereit bist abzugeben oder wie sieht es da aus? Für jetzt, also was ja genau, so, für jetzt was genau meinst du? Pro Download werden ja 25% abgezogen. Hm. Vom Vertrieb. Jetzt für die ich kann nicht schlafen, die Loritz-Version. Für alle Versionen. Achso, aber die sind doch schon veröffentlicht, oder? Die sind schon veröffentlicht, ja. Das stimmt. Aber es fallen natürlich auch nochmal diese Encoding-Technikkosten fallen nochmals an. Ja, sehr wertvolle Sachen sind da drauf, Andreas. Ist eigentlich auch super, ohne CD, ne? Ist eigentlich ganz einfach. Lucky, mach mal Platz, du bist ein bisschen unruhig jetzt. Leg dich mal hin. Hier kannst du uns nicht helfen, Lucky. Wir gehen gleich nochmal raus. Wo ist denn nun drauf hier? Unter Mucke, nee, das sind die Bilder. Unter Mucke, genau. Und da Mario Lurz, ich kann nicht schlafen. Genau, das und das. Ja. Andreas, war toll. Schönen ja. Abend noch. Ja. Tschüssi. Promotion läuft, ich kann nicht schlafen, geht raus. Ja. Du brauchst ja noch die Nummer, die kriegst du. Also, du hast einen unheimlich fantastischen Ausblick. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Sag mal, ne? Ja. Genieß es auch jeden Tag hier. Ja, das Meeting war gut, war lange mit Andreas, über 2 Stunden, aber war richtig toll. Wir haben einiges besprochen, so auch mit Promotion. Einiges haben wir wieder rausgenommen, weil das sehen wir als nicht logisch und nicht notwendig an. Aber ich kann nicht schlafen, geht jetzt bei MPN raus und an über 4000. Redakteure, Redaktion und darauf gucken wir mal, was bei rumkommt. Was hast du da?